Als Kind probiert man ja alles aus und man spielt ja. Zuerst spielt man. Und ich habe schon frühzeitig Bergsteiger gespielt. Und aus dem Spiel ist dann in An- und Ausführungsstrichen ein ernstes Lebens geworden. Es hat erstmal viel mit Abenteuer zu tun. Auch mit Angst. Weil Abenteuer ist ja auch ein bisschen mit Angst verbunden und mit was Neuem und der Reiz auch eben was zu entdecken. Und ich war eben Entdecker hier, auch wenn es bloß vor der Haustür war. Na, die Bedeutung des Kletterns ändert sich natürlich über die Zeit und man ist ja kein Aufziehauto. Und wenn ich jetzt über 900 Erstbegehungen hier gemacht habe, dann muss ich jetzt hier noch die 1000 Tritte machen oder was. Irgendwann ist es ja auch mal satt, es ist rum. Und ich kletter ja eigentlich nie bloß, weil ich kletter, sondern ich klettere, um auch den Augenblick zu erleben. Und der Augenblick ist immer ein großes Glück. Und den Augenblick kann man aber auch nie provozieren oder konstruieren, sondern der kommt irgendwann. Und daraufhin arbeitet man. Und wenn er da ist, das ist ein großes Glück.